Eine schöne Brise wäre zwar jetzt nett, allerdings habe ich doch lieber ein paar Schätze in meinem Besitz. Deswegen holen wir mal den Gegner schnell runter, damit uns bloß nicht kalt wird. Und damit hey ho und let's go zu Pikmin 2. Alles zurück. Gut, den Pustekerl habe ich losgeworden. Keine Schatz. Da sehe ich nicht mehr, was dahinter ist. Aber solange es kein Schatz ist, ist okay. Nicht mal irgendwas rausbringen tun die, merke ich gerade. Ah, interessant. Ah, noch interessanter. So, dann bekämpft mal den. Ich meine, der da hinten kann ja eh die blauen Pikmin nicht besiegen. Da heißt mir es egal. Allerdings sind es zu viele, die gegen mich gleichzeitig kämpfen wollen. Wie laut war das akustische Signal nochmal, Herr Schief? Ohrenbetäubend. Ja, so laut könnte es sein, wenn alle zusammen brüllen. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Vergiss das, vergiss das. Okay, Rückzug. Rote Pikmin. Angriff. Ah, mir kann Feuer auch nichts, muss ich auch nicht ausweichen, gut. Merke ich ja jetzt erstes Mal, die können mir gar nichts hier. Ich muss mich nur auf den hier konzentrieren. Solange der Wassertyp hier da hinten nicht irgendwas macht, bin ich glücklich. Ist schon gut, wenn man Vorteils Pikmin dabei hat. 1, 2. Ziehen wir uns wieder zurück. Jetzt blauer Pikmin. Und die machen den in Ruhe kalt. Ich brauche nicht mal viele dazu. Der Schatz ist hier. Schon wieder eine Murmel. Cool. Und da geht's weiter. Und damit hätte ich dann die Gefahr hier auch rausgeräumt. Allerdings komme ich mir immer noch langsam vor, weil wir alles einsammeln. Wie wär's mal mit etwas... Sieht hässlich aus übrigens. Wie wär's mal mit etwas Beschleunigung, El Capitano? Dann mach doch schneller mit deinen Schätzen. Ei, ei. Das Einzige, warum ich noch keine Meuterei angezettelt habe, ist, dass er meine Pikmin nicht absichtlich in Gefahr bringt. Das ist der einzige Grund. Sobald er diese Grenze auch noch überschreitet, dann wird hier aber gemeutet. So, vorsichtig. Abschleppen und... Keine Gefahr. Okay. Okay, dieser Sublevel schien mir wiederum einfacher zu sein. Keine großen Herausforderungen. Keine großen Probleme. Alles abtransportiert ist ja. Und du noch, dann haben wir es. Wie gesagt, in jedem Sublevel bisher ein Schatz. Und ich denke, das bleibt auch so. Ergo können wir mit einigen Sublevels rechnen. Liebesphäre. Warum gelb für Liebe? Sowohl, sowieso mit Liebe haben die es hier in dem Spiel, kann es sein. Es gibt so viel Liebessymbolik. Da war wohl einer verliebt. Da war wohl einer verliebt. Nee, kein Plan. Könnte aber gut sein. Sublevel 4. Wahrscheinlich war das so ein Entspannungsbereich. Ach, ja, okay, das war ein Entspannungsbereich. Ja, schon wieder so ein blinden Boss-Areal mit wahrscheinlich zigtausend Gegnern. Ich tippe auf 20 Käfer. Alter! Sind die das Wahnsinn, hier einen Boss einzubringen? Alter! Also habe ich keine Webcam, wo ihr mein Gesicht sehen könntet. Ich meine, Blind ist das Spiel nett, aber damit habe ich... Das habe ich vergessen. Was tun die hier in Boss rein? So entspannend war der letzte Bereich auch wieder nicht. Ja, wenn ich Platz hätte, hier mindestens die aufzuteilen. Okay, Und der hat wahrscheinlich auch den Schatz.
Ab geht's. Wir fangen mit Lila an, natürlich. Das Problem ist, dieser Strudel wird mich natürlich zusätzlich stören. Ich liebe es. Bis gleich. So, Problem Nummer 1 gelöst. Jetzt kommen wir zu Problematik Nummer 2. Ich muss den Kopf erwischen. Ihr seht nur, dass es allgemein sehr schwer ist. Okay, er zieht sich zurück. Ich muss ihn hierher locken. Hier habe ich Vorteile. Beziehungsweise kein Nachteil. So rum. Ich kann ihn kurz betäuben, aber mehr nicht. Die Pikmin werden da auch nicht irgendwie sterben oder so. Aber es zieht sie halt da rein. Und ohne Blatt sind sie viel langsamer. So, wie stehen? Jetzt mach den platt! Witzlos! Tut mir leid, dass ich schon schreie, aber was ist das? Nee, ich kann nicht gegen beide kämpfen. Es geht. Nein, was macht ihr? Ich habe euch nie gerufen. Der frisst jetzt aber nicht durch die Wand. Willst du mir erzählen? So, unter Kontrolle kriegen diese blöden Pikmin. Alter! Du kommst auch zu mir. Komm nur her jetzt. Alter! Schnapper und dieses Vieh. Als ob Schnapper nicht... als ob das Vieh nicht genug wäre. Ich weiß nicht mal, wie der Vogel hier heißt. Okay, wir ziehen uns zurück. Und fangen an mit schweren Geschützen. So. Weg mit dem Vieh. Jetzt reicht's mir. Jetzt hast du mich wütend gemacht. Ja, ja, jetzt traust dich nicht mehr, was? Und dein Freund da hinten. Und mit meinen starken Pikmin. Und? Ah! Kommt noch ein letzter Schlag, dann haben wir es, Pikmin. Egal, selbst ohne Motivierspray klappt's. Und? Weg ist er. Und da ist der Schatz. Doch das war's noch nicht. Feind Nummer 2 wartet schon. Schnapper. Mein Erzfeind in Pikmin 1 schon. Und Pikmin 3 auch noch so einen kleinen Rückkehr und Auftritt. Und jetzt will er mir es auch noch zeigen, neben einem Boss. Ich habe mehr dazu gelernt. Hier, weg bist du. Untersuchen, ob noch mehr Kram da ist. Ich will nicht nochmal überrascht werden. Nein. Das war's tatsächlich. Oh Gott, Bosse! Bosse gibt's hier, wusstet ihr das? Ganz stinknormale Bosse gibt's hier. Also ich wusste nichts. Habt ihr alles? Gut. Puh. Was haben wir dafür bekommen? Glänzendes Element. Naja, mindestens 1000 Pokus wert. Ich gehe. Tschüss. Kein Bock mehr auf die Viecher. Habt ihr alles? Ja, das war das Letzte. Ach du. Na Gott. Also, wir hatten jetzt. Wie viel da? Wie viel da sind wir? 5 da? 4 schwere Dungeons? Sublevels. Davon war. Ah, okay, dann 3 schwere Sublevels, der 4. war okay. Und der 5. ein Boss. 4. ein Boss. Ne, 2 waren schwer, 1 war leicht, 4. war Boss. So, jetzt hab ich's.
Erholungsgebiete gibt's hier. Ach, wie süß. Ach du Scheiße, wie viel gibt's denn hier? Komm, mach den fertig jetzt. Ja, genau, weiter, weiter, weiter. Okay, zwei Motiviersprays für mich. Das ist sehr gut, von denen brauchen wir nämlich eine Menge. Von den Schmetterlingen kann ich mir bestimmt auch noch was holen. Genauso wie von den Fischern. Genau, genau. Hier noch ein paar dieser bunten, wenn ich die erwischen würde. Ich erwische sie nur leider nicht. Ah, Käfer. Auch noch. Also das Erholungsgebiet geht ab. So, mit Bitterspray darf ich ja nicht nutzen, aber ich darf es mindestens aufheben. Ja, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Gut, ich könnte jetzt alle, wie gesagt, mit Honig verwandeln. Aber ich lasse es doch lieber den Herren hier machen. Nicht besiegen, ihr Affen! Lasst euch platt machen, genau. Macht ihr Garten. Hier, schöner Garten. Hier, noch mehr. Oh, mich treffen solltest du aber nicht. Ein Pikmin, der ist aber eine Blute. Hey. So. Alle wieder draußen auch und alle müssten Blüten sein. Habe ich recht? Ja. Komm, besiegen wir den noch. Jetzt wollte ich die Schmetterlinge aber nicht erwischen. Gut, abtransportieren bitte alles. Was ihr seht. Und wir verdoppeln. Ich weiß gar nicht, wer gerade im Moment am wenigsten da ist. Wie viele haben wir denn verloren? Von wem? Dann habe ich mal wieder keine Ahnung. Wir können auch uns wieder zurückziehen. Und uns wieder aufladen. Vorteil ist, wir müssen nicht gegen alle kämpfen. Beziehungsweise müssten wir eigentlich eh nicht. Aber El Capitano. Guckst du? 14, 17, Rote haben wir meisten Verluste gemacht, wie es aussieht. Daher würde ich sagen, Blaue haben wir aber nur 19. Und ich habe Angst, dass wieder irgendwas im Wasser sein wird. Deswegen werde ich die Blauen züchten. Einfach so aus Prinzip. Weil Rote, ganz ehrlich, Feuerquellen kann es zwar geben, aber die kann ich im Notfall auch mit anderen Pikmin ausschalten. Im Wasser kann ich nichts tun. Wenn da irgendwas ist. Und was ausschalten geht ja relativ selten. So, natürlich ihr auch Blüten. Die gehen hier 100 Mal sicher, dass man keine Blattpikmin hat. Warte, warte, warte. Okay, es gibt keinen Schatz. Das wäre es hier noch, hätte ich. Oh, wenn ich einen Schatz übersehe, gell? Ich reiß mir den Kopf ab. Ist mir, denke ich, einmal. Ist mir das einmal passiert? Ich weiß, dass ich einmal einen Schatz vergessen habe, aber das war, weil ich nicht genug Pikmin, um ihn zu transportieren hatte. Und ich denke, es war sogar in der Höhle. Das ist das Schlimmste. Und tatsächlich Wasser. Gut, dass ich blaue Pikmin gezüchtet habe. Man kann auch mehr blaue Pikmin züchten. Ha! Das Gebiet war knifflig. Hier, wenn man... Ich muss die Pikmin erst in Sicherheit bringen, sonst wird das hier nichts. Ja, geht noch mehr am Rand. Geht noch mehr am Rand. Genau. Macht mich doch wahnsinnig. Ja, da ist noch einer. Ich bin sehr vorsichtig gerade. Helft den, helft den, helft den. Und zieht euch zurück. Wir ziehen uns zurück. Alter! Was ist alles los? Hier wieder unnötig Pikmin. Soll man das Gebiet erst? Ja, wenn du mich siehst, dann komm doch. Vollidiot. Verletzt den nicht, schade.
schön den besiegen. Bisschen dumm kämpfe ich gerade. Sehr gefährlich, dieser Dungeon. Aber die Musik wieder etwas entspannender. Nicht lächerlich, entspannend. Du haust mal ab, die Kaulquappen vor allem nerven. So, und ihr transportiert alles ab. Ich habe keinen Bock, dass andere Pikmin hier irgendwas transportieren. Blaue Pikmin, kommen bitte zu mir sofort zurück. Sonst gibt's Ärger. Weil da habe ich mindestens einen Platz, wo die Pikmin Sicherheit bringen, weil hier, ich erinnere mich, kann irgendwas Blödes passieren. Also hier ist der einzige Platz, wo die Pikmin nicht sein sollten. Ja, und ich gehe doppelt und dreifach sicher, wie ihr seht. Falls Pikmin ins Wasser fallen, werden sie sofort gerettet. Was allerdings nicht geschieht. Oh, nicht, ist okay. So, und blaue Macht kommt jetzt und macht sie fertig. Besiegt mal den erstmal. Wie gesagt, die Kaulquappen nerven nur. Und hier braucht man definitiv genug Pikmin. Also sonst kann ich hier nichts abtransportieren. Vor allem der Schatz, der hier irgendwo sein müsste. Also wenn er nicht im Wasser ist, bringt es ja auch nichts, weil mein Schiff ist mitten im Wasser. So, du auch noch. Aber irgendwie so eine Aquamusik hätte ich mir gehofft. Hier. Ich weiß auch nicht, aber irgendwas, was nach Unterwasser klingt. Donkey Kong Country mäßig oder so, das wäre natürlich am besten. Ah! Ich habe übrigens immer noch nicht gelernt, was der Unterschied ist zwischen den roten und den anderen Fröschen. Ob sie aggressiver sind oder wie sie kämpfen, habe ich nicht gecheckt. So, weg mit dem. Ah! Boom. Oh, hat sogar viele erwischt. Ich denke, der kämpft ein bisschen schlauer. Und? Ich verliere zu viele Pikmin an dir. Danke. So, da ist der Schatz. Weiter Weg ist blockiert im Moment. Ich habe viele Pikmin verloren. Kaulquappen könnt ihr besiegen. Die besiegen sie schon. Ein jedenfalls. Ist hier noch irgendwas Gefährliches? Ich kann auch nicht transportieren, wenn irgendwas mir im Weg steht. Hallo, besiegen. Heute noch. Die verkriechen sich auch in die letzten Ecken. Aber dieser Gegner finde ich sehr interessant vom Aufbau her. Wäre interessant, wenn sowas irgendwo auch zu sehen wäre. Okay, ja, jetzt wird alles abtransportiert. Das Problem ist... Das Problem hatte ich nämlich schon einmal. Zum Glück gibt es hier blaue Blumen. Ah, 12. Ich habe sogar 12 dabei. Was sind denn die anderen, die ich dabei habe? Angeblich 7. Ihr seht, da unten ist die Zahl 7. Ich habe 7 in der Gruppe. Aber ich... wo seid ihr denn abgeblieben? Okay. Dann haben wir das hier auch. Du kannst werfen, ja, ich erlaub's dir. Und du erschreckst mich dann mit deinen von Sachen regneten Dingern von oben, gell? Nur weil du da oben Chef spielst, musst du nicht alles auf mich herabfallen lassen. So, ich denke, ich transportiere noch alles ab schnell. Ich mache hier etwas Ordnung, da ich sehr wenig blaue Pikmin habe, dauert es etwas. Deswegen schneide ich euch das hier wieder raus. Ich habe keinen Bock, noch mehr blaue Pikmin zu züchten, denke ich. Vielleicht auch doch. Ich überleg's mir. Aber noch den Schatz kurz checken und dann sehen wir uns im nächsten Part, würde ich sagen, auch schon. Weil der Part ist lang genug. Zwangskontainer ist auch ganz nett. Und wie gesagt, ich mache hier noch alles Ordnung und im nächsten Part sehen wir uns im nächsten Sublevel. Und keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich plansch wieder durchs Wasser. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.